herzlich willkommen zu meinem Video über Bilder im Geschichtsunterricht und hier geht es im Speziellen dann um das Thema Bildtypen und da natürlich besonders um das Ereignisbild. Hier haben wir ein Beispiel für ein Ereignisbild und Ereignisbilder zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein Ereignis beschreiben, das nicht gerade jetzt ist, sondern das kurz davor im Print da war. Hier haben wir ein Beispiel aus dem Jahre 1848 des Malers Adolf Menzel und der zeigt ein Ereignis aus Berlin während der Revolution von 1848. Und hier werden in 183 Särgen, man sieht ja nicht alle 183, aber das ist dann das historische Hintergrundwissen, wie diese Särge dann aufgestellt werden und die Bevölkerung dann die Gefallenen dann betrachten kann. Die eben im Kampf gegen den König, gegen den preußischen König, sich hier erhoben haben. Und dieses Ereignis hatte große Auswirkungen damals, hatte großen Eindruck auf die Menschen gemacht. Mehrere hundert Menschen sind ja bei diesen Barrikadenkämpfen, also sie haben sich verschanzt, sind hier dann gestorben. Und die Bevölkerung nimmt jetzt Anteil an diesen Opfern. Der Auftraggeber kann kaum der preußische König da angeführt werden, weil es hier um eine Kritik geht, dass es überhaupt zu diesen Kämpfen kommen musste. Man sieht hier, wenn man es genau betrachtet, hier Bürgerliche, man sieht sie dann zum Beispiel an den Zylindern, die sie dann hier zum Beispiel haben. Man sieht aber auch eine ärmere Bevölkerung, man sieht hier Studenten zum Beispiel, wie sie dargestellt werden, mit ihrer für sie typischen Kopfbedeckung. Und man sieht natürlich dann typische Stadtansichten aus der damaligen Zeit. Wenn man hier weiter nach hinten blickt, kann man hier zum Beispiel deutsche Fahnen erkennen, nämlich Schwarz-Rot-Gold, hier als Fahnen eines geeinten Deutschlands. Und diese Forderung nach einem geeinten Deutschland stand ganz im Gegensatz zu der Ansicht des preußischen Königs, der in seinem Bereich dann selber regieren wollte und eigentlich an einem geeinten Deutschland kein Interesse hatte. Das heißt, als Meinung des Künstlers und Auftraggebers ist gerichtet gegen den preußischen König, Sympathie für die Revolutionsteilnehmer, für die Gefallenen und Sympathie hier für ein geeintes Deutschland, das unabhängig sein sollte von den Fürsten, in dem Fall hier des preußischen Königs. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.